Leute, heute erwartet uns wieder ein kleines PvP-Battle, denn jeden Mob, den wir töten, hat einen komplett random Block. Das machen wir dann. Ich bin versteckt. Er ist der Fallschirmgeist. Alles mit was runtergefallen. Ja, wir fangen hier in diesem komischen Haus hier an. Ein paar Fackeln, die können auf jeden Fall nicht schaden. Laternen auch nicht. Und es geht Laternen, hier um. Die braucht man immer auf jeden Fall. Ja, die braucht man immer. Every also, time. Das ist jetzt also 1 gegen 1, oder wie? Das ist 1 gegen 1. Wir gucken, was die Dinger also, uns droppen. Also wäre es jetzt zum Beispiel taktisch klug, diesen Amboss hier eigentlich mitzunehmen? Nein, das dürfen wir nicht abbauen. Das ist verboten. Darf ich die Punkt. Kohle aus dem Ofen nehmen? Ist auch verboten. Habe ich jetzt aber gemacht. Nein, du darfst nur Du hast doch auch Mops Sachen aus töten. Den Kisten genommen. Ja, aber das war noch fair. Das war eine Fackel. Ja, okay, ich schmeiß. Ich habe 4 Bücher aus einer Kiste, eine Laterne und 4 Redstone-Fackeln. Wir haben 15 Minuten Zeit, uns auszurüsten. Ben, ich habe schon irgendwas abgebaut und gebe dir deswegen die Hälfte ab, damit es also fair ist. Darf man, ich kotze Regel, ich darf schon jetzt aber einen Baum abbauen. Klar, oder Baum abbauen, so Tiere. Anfangen, so um diese ganzen Werkzeuge so zu holen, um Tiere zu töten. Das erlaubt, aber also ich darf jetzt, auch das jetzt Feld nicht da das stoßen. Haus. Ja gut, das ist auch erlaubt. Okay, let's go. Okay, let's go. 15 Minuten läuft mal jetzt. Ich habe den falschen Timer. Ich habe den falschen Timer. Alter, ich habe jetzt 40. Laufen 15 Minuten. Let's go. Ich habe 40 Brote. Ich habe Melonen. Hä, Melonen sind übel kacke. Ja, sind sie auch irgendwie. Eigentlich denkt jeder so, yeah, Melonen. Melonen geil. Sind denn echt voll geil, aber in Minecraft. Oh ja, so. Echt sind sie wirklich sehr lecker. Delizioso. Okay, Brote habe ich auf jeden Fall. Gesund. Lecker und gesund. Das ist weil doch die hauptsächlich aus Wasser bestehen. Ja. So, dann sind wir bei dem nächsten Baum und bauen uns ein paar Sachen ab. Ein paar Utensilien natürlich wieder. Und da haben wir unser erstes Opfer. Ein Schwein ist es diesmal. Wir machen uns erstmal Brote. Bam, boom. Und ein Schwert wäre auch ganz optimal. Puh, let's go, let's go. Erstes hier. Was droppst du? Droppen die wirklich alles? Nee, Xata. Die droppen alles. Irgendwas. Random. Droppen dann, wenn ich jetzt 2... Schweine kille, die auch 2 unterschiedliche Sachen? Ja. Oh, okay. Reicht. Also muss ich einfach so viele Mobs wie möglich quasi töten. Okay, das heißt, ich suche nur Mobs, die man schnell töten kann. Bei mir hat noch keins was gedroppt, außer so einen blöden Kugelfisch. Ich will aber keinen Kugelfisch, ich will... Ich habe ein Steinschwert, ich habe Essen, jetzt kann es losgehen. Jo, ein Endermann. Das erste Schaf. Das hat Schweinefleisch gedroppt. Ja, Eisen! 2, 3 Eisen! GG. Mein Schwein hat eine Lammkeule, nee, ein rohes Kaninchen gedroppt. Danke, Schwein, dafür. Das Bombi hat mir. Nix. Lol, ich hab ein nächstes Dorf. Oh, ist das illegal. Oh, oh. Die sind Skelettos. Gegen die will ich aber nicht kämpfen. Soll ich mir jetzt schon ein Eisenschwert machen? Aber vielleicht kriege ich ja da noch Dias. Ein Smaragd. Na, ich kriege natürlich nicht viel, aber vielleicht treffen wir ja noch ein Dorf. Ich habe ein Dorf gefunden. Das war knapp. Gut, erstmal ein bisschen Regal Raiden. Ey, ich habe so richtig heftig einen Creeper gekillt. Ohne Rüstung, ohne alles. Und dann droppt er nicht mehr raus. Oh, RIP. Also ich könnte natürlich jetzt versuchen, das ganze Dorf zu killen. Aber ich glaube, das lasse ich lieber. Kann ich Kartoffeln auf dann killt der Eisengolem dich halt, ne? Achso. Vier Skelette an einer Stelle. Oh, Spinne, 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 Spinne. Ich weiß, was ich mir mit dem Eisen mache. Oh, als ob die Spinne einfach. Ein Bogen? Skelett hat einen Bogen gedroppt, für Poste. Ich weiß, was ich mir mit dem Eisen mache, Elina. Eine Babykatze. Was denn? Ja, was ist das Stärkste, was du mit einem Eisen machen kannst, was du auch nur mit Eisen machen kannst? In der Version. Schwer? Erinnerst du dich? Schild. Das Schild ist doch in der Version hier. Oh, krass, no. Okay. So, wir haben einen Schild. Monster. Boah, die droppen so oft bei mir gar nichts. Geht eigentlich. Ich krieg sowas manchmal noch nicht mit. Ja, wenn es ins Inventar droppt, meine ich. Bei mir droppen die eigentlich zu 80%. Also bei mir viel weniger. Schon wieder nix. Ich habe wirklich bisher nur diesen einen Eisendrop bekommen. Alles andere war aber das ist mega der Vorteil. Wenn ich habe das Einzige, was ich habe als Drop, ist dieses komische. Wenn hier auch Skelette sind, dann kommen auch instant 2. Das finde ich natürlich super fair. Okay, was habt ihr gedroppt? Leder und ein Bogen. Bogen ist nicht schlecht. Ja, wow, ein kaputter Drecksbogen.
Wer den Boden nicht ehrt, ist die Diamanten nicht wert. Das hat schon meine Oma gesagt. Hat die auch schon Minecraft gespielt? Ja, die hat auch schon Minecraft gespielt. Ja. Die Drops sind so random, aber die sind auch so random. Unnötig, bitte nicht sterben. Das sind halt alle Items und die meisten Items brauchst du natürlich im PvP-Battle nicht. Nee. Du brauchst halt Gold, Eisen, Diamanten. Bitte, Creeper, drop mir drei Totem. Diamanten. Come on, bitte. Alter, Totem ist auch ein heftiger Drop, ne? Boah, ich habe schon so oft dieses komische Fleisch gekriegt jetzt. Ich würde sagen, Totem ist der krasseste Drop, gefolgt von Diamant-Brustplatte oder Diamant-Schwert direkt so, auch heftig. Oder halt Diamanten einfach. Ja. Nix. Mein Steinschwert ist doch gleich kaputt. Oh, mein Holzschwert auch. Ich weiß halt nicht, ob ich mir jetzt echt ein Eisenschwert machen soll. Ein Sattel, Alter. Also ich kämpfe mit Pferd. Egal, was du jetzt machst, Ben. Du gewinnst eh. Ey, nein, es kann sich ja mit einem Drop alles ändern, wenn du Dia-Drop kriegst. Ja, wow, dass ich mal einen Dia-Drop kriege. Kriege. Das ist ja mal so unwahrscheinlich. Ich hab's auch gekriegt, also weiß ich. Alles ist possible. Ich bin ready, Freunde. Kommt zu mir. Kommt zu Mama. Geil, Schneebälle. Hab ich auch schon bekommen, tatsächlich, den Drop. Jetzt finde ich aber gerade auch keine Monster mehr. Komm, Spinne. Drei Diamanten. Hä, hier war gerade eben ein Skelett, aber das ist auf einmal weg. Ey, wenn man ins Dungeon hätte, das wäre ja krass. Das wäre übertrieben OP. Ja, unendlich Monster. Ich habe unendlich Hunger. Unendlich? Wie viel Level hast du denn? 6. Na guck mal, ich habe 8. Mehr gekillt. Die Creeper sind wirklich die undankbarsten. Voll aufwendig, die zu killen, damit die nicht explodieren. Und dann droppen die wirklich nur Müll. Okay, du kannst natürlich auch Eisen farmen gehen, ne? Ich meine, es ist zwar traurig, aber... Traurig, aber könnte man auch machen. Ja, richtig. Mach ich aber nicht. Ich vertraue den Monstern. Komm. Fisch. Feder. Und? Leder. Fisch, Feder, Leder. Ja, Leder kannst du immer auch eine Rüstung machen. Also brauchst voll viel. Skelett. Ja, man merkt halt, diese guten Drops sind halt selten. Ja, sind die vielleicht auch monsterabhängig? Dass stärkere Monster bessere Drops haben? Oh, weiß ich nicht. Essen, essen, essen. Nee, das ist hier irgendwie gerade gar nichts. Gib mir deinen Eisenhelm, bitte. Oh ja, stimmt. Das können die natürlich auch droppen. Er gibt mir einfach einen Lachs. Da ist ein Dorf. Da war ich schon. Ist es in so einem Fichtenholzbio? Ja, als ob du da warst. Ja, voll weit weg. Ja, er ist nicht so weit weg. Ich mach mir ein Eisenschwert jetzt einfach. Nee, nicht, dass ich das schon verbrauche. Aber damit kann ich schneller killen. Ja, ich mach Stahlschwert. Hallo, ich hab einen Sattel gekriegt. Ohne Witz, ein Sattel ist so selten. Und dann kriegt man sowas. Man kann auf einem Pferd kämpfen, das ist gut, das ist schon stark, würde ich sagen. Alter, ich habe gerade Eisenklumpen bekommen. Ich habe 4 Eisenklumpen. Was soll ich mit der Kacke? Da kann ich mal eine Eisenbahn rausmachen. Hey. Gott sei Dank. Ich glaube, wenn Tag ist, dann wechsle ich meine Strategie und suche einfach Eisen. Ich glaube, damit kann ich besser überleben, als hier diese ganzen Dinger jetzt zu suchen. Und es fängt an zu regnen. Noch ein Sattel. Ich vertraue dem Herr, wobei ich natürlich auch gewinnen. Ich habe mindestens 3-mal einen Pufffisch bekommen. Ich habe noch nicht einmal im Leben einen Pufffisch in Minecraft gesehen. Klar, die gibt es so in Eimer. Ja, so. Klar, aber nicht so, dass die irgendwie von selber mal gespawnt sind. Ich habe hier gerade eine sehr geile Höhle. Wow, ich habe Zucker bekommen. Danke. Ich glaube, ich gehe in diese Höhle hier rein. Ich kann mir vorstellen, dass Villager geile Sachen droppen. Weil es ja Villager sind, was? Ich habe mich aber nicht getraut, sie zu töten. Das fand ich zu unfair. Machst du das jetzt einfach? Ich probiere es mal. Aber hauptsächlich will ich das Lagerfeuer. Das Lagerfeuer von denen benutzen. Ja, das habe ich auch schon benutzt, aber dann habe ich es vergessen. Ich sehe 3 Minuten noch, Ben. 3 Minuten noch. Viel mit Eisenfarm ist dann da aber auch nicht. Hier ist ja gar kein. Was ist? Oh Gott, Idina. Nein, was habe ich übersehen? War das so ein Dorf mit so 2 Häusern nur? Das war jetzt
Weiß ich nicht, ob das nur zwei Häuser hatte. War das direkt an einem See? Nee, an einem See war es nicht. Achso, nee, dann habe ich ein anderes Dorf. Weil in diesem Dorf war in einer Kiste Eisenschuhe, Eisenhose und vier Eisen. Nein! Ja, jetzt soll ich aber ganz schnell in eine Höhle gehen, wenn du noch schon sammeln willst, Selina. Ich habe noch 2 Minuten 24. Das reicht, um ein bisschen Eisen zu finden. Möglicherweise kann ich das noch hinkriegen, aber ich kann auch nicht mal mehr richtig gehen, weil ich kein Essen mehr habe. Ich kann dir ein paar Schuhe schenken, weil die habe ich doppelt. Brauche ich nicht. Bitte gib mir einen Diamant. Och, das hat auch immer was gebracht. Der hat einen Dreizack, Alter. Ist ein Ertrunkener mit einem Dreizack. Aber der hat mir einfach eine Feder gedroppt. Ich habe hier noch Eisen tatsächlich. Gehen wir da hin. Ach, Herr Jemine. Eine Kuh. Komm, bitte. Gebratener Fisch. Ah ne, der ist sogar roh. Was habe ich denn auch erwartet? Eine Höhle. Oh. Schafft sie es in der letzten Minute jetzt noch eine Höhle zu finden? Wo ist ihre Steinspitzhacke? Oh, ich brauche eine Stütze. Oh, Eisen. Bitte lass hier irgendwo Eisen sein. Hier ist auf jeden Fall kein Eisen, tolle Wurst. Nix. Und? Auch nix, geil. Ja, ich kann das eine Eisen jetzt nicht brennen auf die Schnelle. 3 Sekunden, 2 Sekunden. 1 Sekunde. Eieieiei, puh. Da habe ich dich ja voll ausgestattet. Alles, was du hast, gehört mir eigentlich. Ja, eigentlich schon. Leute, Ben hat mir Gott sei Dank seine Sachen vermacht. Ich würde sagen, aber ich habe noch bessere Rüstung. Wir beginnen. Jeder hat 3 Leben. Let's go. Alter, du hast ja mir schnell so viel Schaden gemacht, Alter. Oha, habe ich dich weg. Hey, warum fetze ich dich so? Du, ohne Witz, du hast. Juhu, ich habe dich einmal gekillt. Juhu, juhu, juhu. Ja, Leute, Leute. Alter, warum habe ich dich so krass weggefetzt? Du hast mich übertrieben. Du warst ja geführt in 2 Schlägen tot. Du hast mich übertrieben krass weggefetzt. Guck hier, Leute, das ist der Schild der Scham. Der ist unangenehm. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst heute, ja, lasst immer like da. Lasst like da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend. Haut rein, Leute. Tschüss.